Und wir gucken mal, was er in der Aufstellung hat. Der Gegner, den wir gefunden haben. Victor Oladipo, Tracy McGrady, Isaiah Ryder, Kenyon Martin, da haben wir direkt den Test. Ronnie Seekely oder Seekely. Tony Parker, okay, das ist nice. Michael Adams von der Bank, auch eher schlecht. Ruland habe ich auch. Sean Kemp, ja. Eric Money, bester Name. Juwan Howard, auch nicht geil. Und Vince Carter. Embiid. Ihr merkt, ich gehe auf On-Ball nur noch auf Mittel-Mittel. Also nur noch auf Mittel bei den meisten. Das hat mir so weit gereicht. Ist der ein Tier 1, der Gegner? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, von den Spielern her kenne ich den. Und ich glaube, der war Artix LTU. Gegen den habe ich noch nicht gespielt. Der kommt von der Xbox. Ja, der wird auch Division 1 sein wahrscheinlich. Oh, ich gehe halt kalt rein, ne? Ich habe noch nicht... Der ist in Division 13, hat 8 Siege, okay. Was ist das denn für ein Matchmaking? Aber er hat ein starkes Team, deswegen müssen wir erstmal ernst nehmen. Das Spiel wird jetzt nicht in die Statistik fürs Ranking zählen, weil ich nicht gegen Division 1 Spieler spiele. Das nur nochmal als Info. Die Spiele in dieser Tabelle, in dem Ranking für Division 1, da zählen nur Spiele zwischen Division 1 Spielern. Also wenn ich gegen einen anderen Spieler spiele, der auch in Rank 1 ist. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da hat man einen ganz coolen Vergleich untereinander. Nur die Spiele zwischen den Besten der Besten zählen. Ansonsten machen wir hier einfach weiter für unseren Season-Fortschritt. Der geht nicht. Boah, das ist frech. In mein Face den Dreier reingemacht. Das ist, weil ich nicht eng genug dran war. Daniel Marshall mit dem Pick and Fade. Ah. Seekely mit dem Cut. Ja, da ist er in der Off-Ball-Defense komplett. Oh, er kriegt den Ball. Das ist bitter. Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn er den macht. Goaltending. Er macht komische Punkte bis jetzt. Sagen wir es mal so. Ich muss mir gleich mal die Farbe von meinem Mikrofon ändern. Das Chroma Key nimmt das hier so komisch auf. Ah, er spielt es auf jeden Fall ekelhaft. Er verteidigt es ekelhaft. Ich muss jetzt mal gucken, was ich mache. Oladipo. Den nimmst. Ja, die gehen nicht. Das ist eine crazy Wurfauswahl. Und dass er dafür belohnt wird, ist noch crazier. Bei Xbox-Leuten habe ich ganz schnell den Verdacht wegen Sennerei. Weil auf der Xbox das tatsächlich besser funktioniert als auf der Playstation. Aber ich will keinem was unterstellen. Wir spielen einfach unser Spiel und gucken, was dabei rauskommt. Der wird jetzt nicht den nächsten Dreier pullen. Falls er eben schon einen Dreier gemacht hat mit dem Kenyon Martin, dann war das ein krasser Dreier. Ey, er macht die Dinger rein ohne Ende. War da bisher jeder Wurf ein Green Release? Ich glaube schon. Ey, wenn der Typ jetzt cheatet, Alter. Seekely. CP. Take it. Oh, diese Points in the Paint, die von... Also was da teilweise geht, das ist auch Wahnsinn, Alter. Geht nicht. Rebound muss da sein. Das ist so wild. Das ist so wild. Da habe ich keine Worte für. Zumindest keine, die ich in der Öffentlichkeit benutzen darf. Also so wie er die Off-Ball-Defense spielt, muss ich mit Darius Saric spielen. Pick and Fade spielen. Aber wir machen das jetzt nochmal eine Weile, weil solange CP3 seine Dunks reinmacht, ist alles okay. Wir gehen mal rein. Er drivet sehr aggressiv. Seekely, CP. Den nimmst du nicht. Also ich muss die Pause drücken. Ich darf keine Pause mehr drücken. Aber was der hier reinmacht, ist wild. Hat der bis jetzt einen Wurf daneben gesetzt? Nee, oder? Und ich treffe diese Würfe nicht. Haben wir eben über eine Skill Gap beim Shooting geredet? Bei dem geht alles rein. Jetzt weiß ich, warum er mich im Matchmaking bekommen hat, weil er wahrscheinlich noch keine Niederlage hat. Aber das ist zu wild. Was der trifft, ist zu wild. Das ist krank.
Das darf so nicht. Bin mal gespannt, was er macht, wenn Zirkeli den freien Dreier bekommt, ob er den überhaupt nimmt. Weil wenn er den mit Confidence nimmt, dann weißt du Bescheid. Aber wir liegen jetzt mit 5 hinten, das ist okay, das kriegen wir noch irgendwie hin. Wenn wir uns gut sortieren, dann geht das klar. T-Mac. Ja, in der Paint ist es ganz ekelhaft. Also was da passiert, ist sehr kriminell. Hat noch einen Foul zu geben, das machen wir 17 Sekunden vor Ende. Und jetzt brauchen wir Defense. Ruland kommt rein. Oder nehmen wir Saric? Okay. Der ging jetzt mal nicht rein. Hier haben wir Glück, dass wir nicht weggesteelt werden. Nicer Layup, let's go. Ein Punkt. Ich mache mir um das Spiel eigentlich keine Sorgen. Ich hatte dadurch, dass der Wurf jetzt nicht reinging, wobei man kann auch natürlich einen Cheater auch mal irgendwie contesten. Ja, nee. Der hat einfach gut getroffen. Wir kriegen das hin. Ich mache mir keine Sorgen. Wir kriegen das hin. Ich muss hier gerade mal die Farbe von meinem Mikrofon verändern. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht mein OBS wegsprengt. Aber die Farbe ist leider nicht gut. So, was ist gut? Blau? Wahrscheinlich nicht. Ja, egal. Aber ich habe nicht aufgepasst, Glück gehabt. Ich sehe Richardson, ich sehe einen guten Wurf und ich mache ihn rein, let's go. Wichtig. Etwas unkonzentriert. Wo ist der Chat? Vince Carter? Boah, als ob Vince Carter so einen Dropstep raushaut. Wegen dem Rhythm. Ach so, teils wegen Rhythm Shooting. Danke. Ja, man, das muss immer so ein bisschen dazu bei den Antworten im Chat. Weil das ist immer schwer. Come on. Gib mir den. Ah, das war ein Button. Ey, meine Wurfquote mit Rhythm Shooting ist so viel besser. Das ist krank. Geht nicht. T-Mac. Eurostep. And one. Come on. Hab eigentlich immer mit dem Stick geshootet, aber feier das bei dem Teil nicht mehr. Das Stick Shooting feierst du nicht mehr. Ich find's so geil. 70% größere Screen Window, Leute. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Das kann man nicht, das muss man machen. 70% höhere Trefferquote teilweise. Und das Foul. Wir führen mit 2 und er foult. Xbox sind die meisten Cheater. Du noch nicht. Noch kein Rhythm Shooting. Leute, ich sag euch, versucht euch ans Rhythm Shooting zu gewöhnen. Es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Welt, ich sag's euch. T-Mac. Foul. Okay. Nehmen wir. Timeout. Jojo, alles gut. Joni, gar kein Ding. Das sind so Sachen, das hätte ich auch nicht gewusst, wenn ich jetzt nicht streamen würde. So. Das passiert mir selber noch. Wenn ich in irgendeinem Stream bin, dann schreibe ich einfach irgend sowas rein. Ohne Kontext. Wir selber wissen, was wir meinen, aber der Typ, der die 10 Antworten davor gelesen hat und der sich noch versucht, auf das Spiel zu konzentrieren. Es geht nicht. Aber es ist alles easy, alles gut. Xbox tatsächlich. Das Rhythm Shooting soll ja eigentlich dafür da sein, dass die Cheater ein bisschen ausgehebelt werden. Wir müssen mal darauf achten, ob der Kollege hier mit Rhythm Shooting spielt oder nicht. Das wäre tatsächlich mal interessant zu sehen. Und ansonsten jetzt einfach genauso weitermachen. Wir haben ihn in der Defense jetzt besser unter Kontrolle gehabt. Das war ganz gut. Jetzt haben wir hier pulsierende Farben. Würde er den mit Oladipo nehmen? Switch? Geht nicht. X-Switch, auch so eine Sache. Wissen eigentlich viel zu wenige Leute, was das ist und wie effektiv das ist, ne? Gehen wir hier rein? Warum lässt du den stehen? Bist du dumm? Bist du dumm? Aber mit 8 Siegen in Division 13, das kommt mir schon so vor, als ob der jedes Spiel gewonnen hat. Bis jetzt. Betonung auf bis jetzt. Let's go, da sind die Dunks. Und da ist der Kollege raus, oder? Ist er raus? 1928, Artix, was machst du?
LTU. Ist das nicht ein Reiseunternehmen? Flieg mal wieder heim. Was ist da los? Machst du mit Ruland? Keine Chance, macht er nicht. Ja, der schmeißt nicht mit dem Rhythm Shooting auf jeden Fall. Und das ist vielleicht genau sein Verhängnis. Da brauchen wir Defense. Jay Crowder ist ein guter. Ah, okay, der Layup war zu easy. Aber er hat ganz schön auf den Puls bekommen in diesem zweiten Viertel. Kaum gescored. Slipscreen. Ruland, ah, der kann die eigentlich nehmen. Ah, das ist ein wunderbarer Pass. Ah, den muss ich machen. Den muss ich machen. Steal ist das. Ah, den musst du kriegen. Bro. Oladipo ist da natürlich zu stark. Da muss man vielleicht einen Clemens einwechseln. Ich weiß nicht, ob da ein Austin Rivers reicht. Tony Parker ist wieder drin. Pick and Fade mit Anthony Parker. Den nehme ich. Diesen easy. Mit Anthony Parker. Ah, Link abseits vom Ball auf Hall of Fame. Gute Dreier-Shooting-Werte. Gute Plaketten. Der Kollege macht richtig Bock. Ja, die Wurfauswahl. Der Typ cheatet nicht. Der Typ hatte einfach nur Luck in den ersten Versuchen. Ja, das wird ein souveränes Game. Das wird ein ganz, ganz souveräner Sieg hier. Wenn nichts Wildes mehr passiert. Es kann ja natürlich sein, dass er den Titan gerade mal ausgeschaltet hat. Aber ich mache mir gerade jetzt doch keine Sorgen mehr um dieses Game hier. Komm. Cut direkt zum Korb. Fake das. Oh, da hat er Luck mit der Animation. Wo sind wir? Jay Crowder. Mit dem Steal, das war meiner. Kriegt er nicht. Krank. Geht nicht. Und wieder kriegen wir nicht den Ball. Wir haben noch 4 Sekunden. Wir brauchen Anthony Parker und der macht ihn rein. Ja, natürlich. Gute erste Halbzeit. Gute erste Halbzeit. Man kann sich nicht beschweren. Das läuft. Ich müsste Dwight Howard 94 kaufen, damit ich eine Collection fertig habe und 92 Hidden Gem bekomme. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Auf gar keinen Fall lohnt sich das. Bitte mach das nicht. Bitte, bitte mach das nicht. Du wirst dich im Nachhinein ärgern. In 2 Wochen ist Season 2. Da kommen noch bessere Karten raus. Nee, 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 nee. Ich würde es nicht machen. Und das meine ich wirklich ernst. Mach's nicht. Austin Rivers. Fake it till you make it. Let's go. Schöner Hopstep. Weil du kannst die Spieler dann auch nicht mehr verkaufen. Die sind dann ja eingeloggt. Das heißt, dein Dwight Howard und die anderen, die musst du dann bis auf ewig behalten. Und du kriegst dafür nichts mehr zurück. Und wenn der 92er plus Hidden Gem Kacke ist, dann beißt du dir richtig in den Arsch. Außerdem generell zum Einlocken. Ich habe auf Twitter gestern gesehen, dass jemand einen doppelten Spieler als Login bekommen hat. Also stell dir mal vor, du kriegst hier aus einer Challenge einen 92er Hidden Gem und dann loggst du ein und du kriegst genau den gleichen Spieler. Du kannst den dann für 2000 abstoßen. Dann hast du eingeloggt für 2000 MT. Und das willst du nicht. Solange 2K daran nichts ändert, auf gar keinen Fall machen und generell eigentlich auch nicht. Das lohnt sich nie, diese Logins. Fake it till you make it. Ja, richtiger Abfuck. Die Logins würde ich wirklich vermeiden. Außer es ist ganz klar, wie man bekommt. Aber es ist ja nicht garantiert. Das sind ja alles Zufallspicks. Man gambelt da ja quasi. Kriegen wir einen Stick Dunk? Nee, kriegen wir nicht. Aber auch kein End One. Schade. So, Austin Rivers hat ein richtig beschissenes Freiwurf-Rating. Du lockst bisher nur Untradables ein. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, der hat 69 Freiwurf. Ja, wir machen beide daneben, als ob wir Shaquille O'Neal wären. Das ist geisteskrank. Aber wir haben Glück, dass der Gegner echt nicht gut ist. Hopstep und ey. Das ist das, was ich immer wieder sage. Die Leute springen zu früh hoch. Ich selber auch. Aber es ist immer ganz nett. Es ist immer ganz nett, wenn man auf der anderen Seite des Hochspringens ist.
Ja, ich bin auch bisher auch nur untradable Karten einloggen. So, wir machen jetzt einfach. Was machen wir denn jetzt hier? Na gut. Hidden Gem Pack wurde bei mir ein 94er Reggie Lewis. Das ist eventuell ein sehr, sehr geiler Pick, den du da bekommen hast. Reggie Lewis immer eine gute Karte in My Team. Als 94er. Blockst so gut wie nie, aber hast immer eine Defense. Ich finde es am besten ist es gar nicht zu springen, da hat man nur die Hände hoch. Ja, Hands Up Defense ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Ich glaube, der ist rausgegangen. Ich glaube, der ist rausgegangen. Beziehungsweise er geht gleich raus oder er spielt nicht mehr. Wenn du hochgehst zum Block, man kriegt viel zu viel eine Foul-Animation. Viel zu oft foult man. Aber wir scoren hier ganz gut. Allerdings bei einem Gegner, der jetzt auch nicht mehr mitspielt. Der macht hier aber auch gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht. Ich frage mich manchmal, wie das geht, dass ich dann im ersten Viertel so katastrophal aussehe und dann im zweiten, dritten Viertel oder am Ende dann das Ding noch so krass wegreiße. Er ist halt nicht gut. Und das sah im ersten Viertel gar nicht so aus. Sieht gut aus. Ja, du hast definitiv. Wenn der Release gut ist und er müsste gut sein, dann hast du da einen Hidden Gem gezogen. Hast du tatsächlich. Und da fault er. Wir holen mal wieder Chris Paul rein. Wir holen mal wieder Chris Paul rein. Oder wir fucken ihn richtig ab und wechseln unsere Saphir-Karte ein. Das ist doch auch eine richtig gute Idee. Wechseln Saphir Jim Clemens ein. Was ein Pass von unserem Point Guard Austin Rivers. Das passiert, wenn man der Sohn von Doc Rivers ist. Dann spielt man solche Pässe. Ich weiß gar nicht, warum die Leute den Orten, dass der auch wieder reingeht. Enge Deckung. Und kein Rhythm Shooting, sondern ganz normal mit dem Stick oder mit dem Viereck. Ganz komisch. Nicholas Claxton, das ist scheiße. Wie ist der Dreierwert? Alles unter 70 ist ganz, ganz kritisch. Da muss der Release nice sein. Ey! Er lernt's nicht. 55 Dreier. Ah, shit. Das tut mir leid, Alter. Aber das ist das Risiko. Das ist das Risiko. Die einen bekommen geile Karten, die anderen bekommen leider Trash. Oladipo. Austin Rivers. Jetzt wird er hergespielt. Jetzt wird er hergespielt. Jetzt wird er hergespielt. Keine Chance. 21 Punkte. Als Backup geht's klar. Defensiver Anker. Ja, definitiv. Definitiv. Wenn irgendeiner mit einem. Boah, ich will jetzt nicht sagen, mit einem Wilt Chamberlain ankommt, weil dafür ist dann Nicholas Claxton dann wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen wenig. Aber wenn jemand mit einem Big ankommt, der halt dringend mal einen Verteidiger braucht, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgehoben. Clement? Come on. Ey. Ey, put back, put back. Kenyon Martin geht schon für 150. Ja, sobald der Erste irgendwie ein Video zu dem draußen hat und sagt, wie geil der ist, dann war's das. Chamberlain ist dein Starting Center. Scheiße, Alter. Ja, du scheinst auch ein saftiges Team zu haben. Ey, ich weiß nicht, ob du es schon reingeschrieben hast. Oh, warte mal. Pausentimer von ATX LTU ist abgelaufen.
Wir beenden. Wir beenden und holen uns den Sieg. Let's go. Hast du schon deinen League Pass Code bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber schon gelesen, dass andere den auch noch nicht haben. Und ist für mich soweit noch kein Problem. Der kommt schon noch. Ich habe jetzt auch ein Event-Pack mit 3 Karten bekommen. Das scheint wohl daran zu liegen, dass ich ein Online-Game gemacht habe. Weil eben hat jemand geschrieben, warum habe ich nur eine Karte bekommen und er 3. Ich habe vorher nur Offline-Games gemacht. Oladipo, Bell, Pippin, Coleman, Chamberlain. Okay. Ja, die helfen dann sowieso weniger Karten weiter. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ist da ein Spieler drin? Wäre doch nicht schlecht, oder? Oder eine geile Plakette? Ja, die wissen schon ganz genau, was die da reinpacken. Da ist nur Müll drin.